Ja, hallo, ich grüße euch. Es ist immer noch der 9.8.2020. Leider, wie ihr seht, bin ich noch nicht zu Hause, beziehungsweise dort, wo ich jetzt die nächste Woche, sein werde. Hier blitzt es gerade. Ich bin noch immer in Dortmund bei der Demonstration. Ich grüße euch alle, beziehungsweise jetzt nach der Demonstration. Ich sitze hier vor einem Lokal und wurde leider hier noch etwas länger aufgehalten, weil tatsächlich hier noch anwaltliche Maßnahmen erforderlich war. Also die Polizei war hier heute nicht sehr zimperlich. Die haben erst am Anfang relativ viele Probleme gemacht und versucht, die Veranstaltung ein bisschen zu stören, was ich sehr schade fand. Wobei man nicht sagen kann, das war die Polizei, sondern es waren einige wenige Polizeibeamte, insbesondere wohl einer, der auch schon bekannt ist, der sehr ruppig war und der eben gesagt hat, die Abstände sind nicht eingehalten und die Menschen müssen die Abstände einhalten, obwohl es wirklich sehr, sehr gut war und die Abstände eingehalten waren und der damit den Ordnern nicht einverstanden war. Es hat trotzdem funktioniert, weil als allererstes ein Kollege dann auf die Bühne gegangen ist, ein Polizistenkollege, der aus dem Innenleben der Polizei berichtet hat und eben auch da deutlich viele Diskussionen sind und viele sich fragen, ist das überhaupt noch verhältnismäßig, was hier passiert? Ist das richtig, was von uns abverlangt wird, was wir hier umsetzen sollen, was wir mit den Menschen machen sollen? Und das war auf jeden Fall total spannend. Deswegen bin ich jetzt nicht bei mir und kann ein vernünftiges Video machen. Es wird also heute wohl ein kürzeres Video und morgen dafür dann ein etwas längeres. Ich sitze jetzt die ganze Woche mit Anwaltskollegen zusammen und wir werden mit den Anwaltskollegen viele Ideen sammeln, viele Möglichkeiten versuchen umzusetzen. Insbesondere konzentrieren wir uns jetzt natürlich auf das Thema Schule, weil wir es unverantwortlich finden, was den Kindern, Lehrern, Schülern, Schuldirektoren, den Konrektoren, ja allen Beteiligten im Prinzip hier auferlegt wird, was die machen sollen. Und das kann nicht gehen. Wir werden einfach sehr viel Unterstützungsarbeit leisten müssen im Hintergrund. Ja, das ist das, was jetzt hier eben passiert ist. Wir werden auch die Lehrer etwas über das Remonstrationsrecht bringen. Wir werden den Lehrern sagen, wie sie remonstrieren können, wie sie sich möglicherweise gegen die Maßnahmen, die sie selber durchsetzen sollen, gegenüber den Kindern wehren können, dass sie einfach da auch was in der Hand haben, dass sie Möglichkeiten haben. Wir werden den Eltern Möglichkeiten an die Hand geben. Das werden wir jetzt durcharbeiten. Heute Abend fangen wir damit an. Morgen wird es hoffentlich schon erste Texte geben, erste Möglichkeiten geben, die wir dann veröffentlichen können. Gleichzeitig werden wir hier zusammensitzen mit den Anwälten für Aufklärung, das auch weiter strukturieren, einfach um hier bessere Möglichkeiten zu geben, um es einfach auch schneller und besser abarbeiten zu können. Wir kriegen einfach so viele Fälle, es sind ca. 1000 pro Tag, die sich gerade bei uns melden, die irgendwo aus dem Supermarkt geflogen sind, die aus der Bahn geflogen sind, die Diskussionen hatten, wo der Arbeitgeber sagt nach einer Demonstration, du darfst nicht mehr arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und wir werden da die Menschen unterstützen und wir haben es auch heute wieder in Dortmund gesehen. Es war unglaublich, wie viele Menschen hier waren und wie wichtig das ist, dass wir miteinander reden und dass wir Unterstützung machen. Auf der Seite von Klageparten gibt es jetzt ein Formular, wo diejenigen, die bei der Demonstration in Berlin am 1.8. dabei waren, sich gegen die Beleidigung durch die SPD-Vorsitzende wehren können. Ihr könnt das Formular einfach ausfüllen, abschicken. Ist relativ leicht, kostet nichts. Einfach eure Daten angeben, sagen, ich war da, ich will Strafanzeige erstellen, weil sie die Menschen halt als Covid-Idioten bezeichnet hat. Was relativ vorteilhaft ist, ist, dass der Bundesverfassungsschutz, erstaunlicherweise Bundesverfassungsschutz, jetzt geäußert hat, dass wir nicht von Extremisten unterwandert sind, dass die Extremisten keinen Einfluss auf uns haben und dass wir eine Gruppe aus der Mitte der Gesellschaft sind. Genau das, was ich immer wieder sage, was ich auch auf jeder Demo sage, wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir haben natürlich unterschiedliche Auffassungen. Jeder von uns hat unterschiedliche Auffassungen. Manchmal etwas progressiver, manchmal etwas konservativer, aber wir sind die Mitte der Gesellschaft und das ist sehr schön. Es war heute noch genau eine Kriminalkommissarin, eine Pensionierte, die auf die Bühne gekommen ist. Es war ein weiterer Polizist hier in Dortmund auf der Bühne. Hinter der Bühne haben sich ein paar Polizisten und Lehrer gemeldet, die auch was tun wollen. Also es werden immer mehr Menschen, die sagen, wir wollen das nicht mehr mitmachen. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Gerade sind ganz, 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 ganz viele gekommen, heute auch zu mir an die Bühne und haben gesagt, ich war noch nie auf einer Demonstration, aber in Berlin, wir haben die Bilder gesehen und wir haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwie ist die Information falsch und wir wollen was tun. Und heute waren wir halt mit ganz, ganz vielen Anwaltskollegen auf der Bühne. Wir
haben gezeigt, dass wir da sind, dass wir stark sind, dass wir viele Dinge machen. Wir haben ganz viele Strategien. Wir wollen einerseits jetzt für euch diese Dokumente geben, dass ihr, wir werden also die Strafanzeige von dem Kollegen Winfried Schmitz auch auf Klagepaten nehmen. Da könnt ihr dann, wenn eure Kinder in der Schule Maske tragen sollen, sofort eine Strafanzeige stellen gegen das Kultusministerium, um euch einfach zu wehren. Da wird es Dokumente geben, wo ihr euch selber Atteste schreiben könnt, beziehungsweise wo ihr selber begründen könnt, warum eure Kinder keine Masken tragen. Wir werden also das jetzt diese Woche zusammensetzen und euch da sehr, sehr stark dabei unterstützen. Ich bitte um Verständnis, dass es heute nur ein kurzes Video wird. Jetzt so mit den Ankündigungen, die ich gemacht habe, morgen wird es etwas länger. Ich bin jetzt die ganze Woche zusammen mit dem Kollegen Markus Heinz, mit der Kollegin Kirsten König. Es wird der Kollege Pankalla kommen, es wird der Wilfried Schmitz kommen, es wird der Dirk Sattelmeier kommen, es werden Kollegen aus Holland dabei sein. Und ich werde versuchen, die alle hier mit ins Video zu holen, damit sie auch etwas zu euch sagen können, damit wir das auch weiter verbreiten können, dass die sagen, was sie tun aus Holland. Das sind Menschenrechtsanwälte, die unglaublich viel tun. Ich weiß, dass politisch gerade viel passiert. Der Corona-Untersuchungsausschuss bereitet seinen Abschlussbericht vor. Und wir werden alles daran tun, dass das Ergebnis des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss münden wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Wir haben jetzt auch immer mehr Künstler, die sich bei uns melden. Wir unterstützen die Künstler. Die haben heute auch eine Demo in Berlin gemacht, von der habe ich noch nichts gesehen. Da müssen wir auch mal gucken, was da war. Aber es passiert was. Es passiert wirklich was. Und ich merke, dass ganz viel Motivation da ist und dass wir die Dinge gerade sehr, sehr gut in den Griff kriegen. Und wie gesagt, politisch werden wir einiges tun. Es haben ganz viele Eltern mit mir telefoniert. Ich habe aber auch jetzt viele Vertreter aus der Pharmabranche, die sagen, das, was hier passiert, ist nicht richtig. Wir unterstützen euch dabei. Die bringen uns Argumentationen und so weiter. Es gibt jetzt zum Beispiel auch eine tolle Studie aus Göttingen, die besagt, dass die Depressionen um das Fünffache gestiegen sind durch Corona, gerade durch diese Maßnahmen, Abstand und Maske. All das werden wir nutzen und wir werden jetzt mit ganz, ganz vielen Maßnahmen uns zur Wehr setzen, dass jeder auch was in der Hand hat, dass jeder auf Augenhöhe ist. Hier ist jetzt gerade noch die Frage, besteht die Gefahr, dass das Demonstrationsrecht kurzfristig dahingehend geändert wird, dass es bei einer Epidemie verboten werden darf? Nein, das war so eine Satire. Ich weiß nicht, ob das Redaktionsnetzwerk Deutschland war oder so, die haben das als Satire geschrieben. Artikel 8 wird natürlich nicht verboten. Und es wird auch nicht auf 1000 Teilnehmer begrenzt, sondern wir werden eine Demonstration machen, wir werden eine tolle Demonstration machen, es werden ganz, ganz viele Menschen kommen. Und wir merken, dass auch so, wie jetzt gerade mobilisiert wird, was da kommt, lässt sich das ohnehin nicht verhindern. Die Miriam fragt gerade, gibt es einen Link zur Göttinger Studie? Die Studie selber habe ich noch nicht gefunden. Wenn die jemand hat, mir bitte gerne schicken über Klagepaten. Ansonsten einfach mal eingeben, NDR, Studie Corona-Depressionen Göttingen, dann findet man das. Das ist im NDR veröffentlicht worden, dann findet man einen Link zu dieser Studie. Ist sehr gut und hilft uns auch sehr. Wir haben auch noch andere Studien. Wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile Studien bekommen, die die Musikindustrie in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise die Veranstalter, die sagen, dass in diesen großen Hallen überhaupt keine Exposition von Viren sein kann, auch gerade durch diese Abluftanlagen. Das heißt, Konzerte könnten eigentlich stattfinden. Trotzdem passiert das nicht. Jetzt wird hier natürlich gefragt, ob der Thomas Berthold nach Berlin kommt oder andere. Das wissen wir alles nicht. Für mich war übrigens gestern der Höhepunkt tatsächlich der Auftritt von dem Florian Schröder vom NDR, der definitiv nicht die Meinung der Demonstranten hatte, der definitiv nicht die Meinung der Veranstalter von Querdenken hatte. Aber wir haben gezeigt, wir sind demokratisch, wir können kritische Meinungen aushalten, wir können es aushalten, wenn jemand auf der Bühne steht, der eine andere Meinung hat als wir. Und er ist, einige Leute haben gebuht, aber nicht so viele. Aber auch da würde ich sagen, würde ich ihn kritisieren, weil tatsächlich er hat das Recht, auf der Bühne zu stehen, mit dem Mikrofon seine Meinung zu sagen. Und die vor der Bühne stehen, haben natürlich das Recht, auch ihre Meinung zu sagen und zu sagen, mir gefällt das nicht, was du hier sagst. Das ist Meinungsfreiheit. So muss das funktionieren. Und wir sind fair. Und wir lassen eben auch andere Menschen reden. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir zeigen, wir sind aus der Mitte der Gesellschaft und wir diskutieren mit Menschen, weil wir sind offen. Es ist ja so, dass man uns nicht reden lässt, dass man unsere Meinung nicht hört, dass man unsere Auffassung nicht bringt. Aber wir machen das eben nicht so. Wir wollen das nicht so. Und das ist glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Wesenszug, der insbesondere der Michael Baldeck hat. Die Hanni schreibt gerade, der passt mir nicht, der Schröder. Muss er ja auch nicht. Man muss das auch nicht gut finden, was er macht. Aber es ist okay, dass er es äußert. Jeder Mensch
darf seine Meinung äußern. Die Sabine sagt auch, sein Auftreten fand ich arrogant. Aber es ist das versucht worden, was bei Pegida und Legida und so immer wieder gemacht wird, dass man sich dann natürlich auch bestimmte Menschen raussucht. Also er hat ja auch geschrieben, er extra drei Wörter was bringen und wird möglicherweise sagen, ha, ich habe die alle veräppelt, dass ich dort auftreten kann. Nein, bei uns kann jeder auftreten und er kann sagen, was er will und er findet vielleicht keinen Anklang, aber er darf es sagen. Umgekehrt wäre es doch schön, wenn Michael Ballweg jetzt auch mal zum Markus Lanz eingeladen würde und bei Markus Lanz etwas sagen würde oder Bodo Schiffmann. Ja, dass das also auch Leute von uns, die eine andere Meinung haben oder meinetwegen Dr. Wodak, ja, zu dem Lanz, dass der seine Meinung dort sagen kann. Das ist Demokratie. Ganz im Gegenteil haben wir heute nämlich schon wieder erlebt, dass ein YouTuber, deswegen bin ich auch noch hier in Dortmund, ein YouTuber hat einen Livestream gemacht, hat dabei das Team vom WDR gefilmt. Das Team vom WDR hat sofort geschrien, Polizei, Polizei. Dann kam die Polizei und hat diesen YouTuber sofort umringt und ihn erkennungsdienstlichen Maßnahmen zugeführt. Und wir sind als Anwälte natürlich sofort hin, haben gesagt, was ist hier los? Lass den Mann sofort laufen. Der ist Pressevertreter, der macht hier seine Arbeit. Dann haben sie ihn relativ schnell auch wieder laufen lassen. Und dann sind wir hinterhergerannt. Ich insbesondere, weil ich mir das nicht gefallen lassen wollte. Die Polizisten sind dann ganz ängstlich weggerannt, weil sie natürlich wussten, dass sie was falsch gemacht haben. Und ich bin dann hinterher und habe gesagt, ich will jetzt hier den Namen wissen. Ich will wissen, wer der verantwortlich ist. Ich will wissen, was das hier soll. Hier ist ein Vertreter der Presse auf einer genehmigten, nicht aufgelösten Versammlung. Und ihr habt ihn gerade an seiner Pressearbeit behindert. Das ist ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Das ist ein Verstoß gegen die Pressefreiheit. Und ich möchte wissen, wer von euch das gewesen ist. Und wir haben... Die hat mir dann auch seinen Namen gesagt und da werden wir jetzt auch rechtlich gegen vorgehen, weil das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist die Behinderung der Pressefreiheit. Und der WDR ruft Polizei und es wird ein anderer Pressevertreter sofort von der Polizei umringt, daran gehindert, seine Arbeit zu machen. Und das ist eben das, was wir nicht wollen. Wir sind jetzt, wie gesagt, heute waren wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anwälte auf der Bühne. Wir verteilen uns jetzt immer weiter. Wir haben natürlich noch viel mehr dahinter. Das heißt, wir gehen jetzt auch auf die Demonstration. Wir werden reden und wir werden euch von euren Rechten berichten. Und wir werden den Geschäftsinhabern von ihren Rechten berichten. Wir werden sagen, lasst euch das nicht gefallen. Wir werden den Lehrern von ihren Rechten berichten. Wir werden den Polizisten von ihren Rechten berichten. Wir werden allen sagen, was sie machen können. Und sie sollen einfach im Zweifel friedlichen Widerstand leisten. Die sollen demonstrieren und sie sollen einfach das machen, was sie für richtig halten und auf ihr Herz hören, wie das viele sagen. Die Maike fragt nochmal, Verfassungsschutz oder Verfassungsgericht? Es war der Verfassungsschutz, ist leider ein Bericht hinter einer Paywall bei der FAZ, aber man kann bestimmte Sachen lesen. Aber der Bundesverfassungsschutz hat deutlich gesagt, ich werde es hier in dem Video noch verlinken, er hat deutlich gesagt, dass wir keine extremistische Organisation sind. Wir sind keine Extremisten, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, wir sind Demokraten. Sagt der Bundesverfassungsschutz, hat er ja auch recht. Was soll er anderes sagen, wenn er ehrlich berichtet? Ist es so? Wir haben natürlich unterschiedliche Auffassungen. Ich habe das heute in Dortmund auch gesagt. Ich habe jetzt so viele Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die definitiv noch in der AfD sind, AfD-Positionen vertreten. Ich habe ganz viele kennengelernt, die bei der Linkspartei sind, die linke Position vertreten. Und das Schöne ist, wir reden alle miteinander. Und wir machen die Gesellschaft wieder breiter. Wir sorgen für eine Mitte der Gesellschaft, die diskutiert und die unterschiedliche Positionen haben. Ja, wir haben unterschiedliche Positionen, aber das ist in Ordnung. So funktioniert ein demokratischer Rechtsstaat. Und das ist das, was wir wollen. Ja, jetzt danke ich euch erstmal dafür, dass ihr mir wieder zugehört habt. Und morgen, wie gesagt, wird es einen Livestream geben. Und morgen werden auf jeden Fall andere Anwaltskollegen und Kolleginnen dabei sein. Ich weiß noch nicht, wer. Die werden dann auch was erzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das gut teilt und mitteilt, dass die da sind und dass wir hier einen schönen Livestream haben werden. Bis dann. Ciao, ciao, gute Nacht.